Ja, beim letzten Mal konnten wir den Schlüssel ja nicht. Den haben wir überlegt, warum, wieso, weshalb. Und jetzt wissen wir auch warum, weil wir die Quest nicht gemacht haben. Oh ja. Oh, oh, oh. Ich bin gespannt, was passiert. Oh, die Käse ist aus. Der Käse, unsere Fackel. Durchs Wasser oder? Da hinten ist er. Denke ich mal. Warte mal, können wir uns auch tarnen? Das vielleicht nicht zu früh entdeckt werden? Das ist der Mutter. Er schickt mir Bilder, wie das Gebräu eines Sehers. Na toll. Kriegen wir auch Hallos oder was? Und jetzt treffen wir Angelina Jolie oder was? Als Kreml. Also wer den, sagen wir, die Animationsfilm gesehen hat von Kreml, Beowulf. Das war ja Angelina Jolie, ne? Die der Krenls Mutter war. Erkunde Krims Kram. Ja. Und sie ist das oder was? Wie sieht die, das Monster? Okay. Okay. Du, ich bin mein Sohn. So. Meines Sohnes Blut. Wo ist er? Wo ist mein Junge? Alter, was ist mit ihr denn los? Zwing mich nicht dazu. So. Da war noch einer, gerade gesehen. Welch böser Seder ist das? Du, die Frau vom Gehöft. Du hast über die Dänen gelogen. Ha. Um meinen Jungen. Angelina Jolie als alt. Okay. Er wollte nehmen und verletzen. Aber die anderen konnten das nicht sehen. Okay. Sein Körper wuchs immer weiter, doch sein Verstand nicht. Passiert? Er war mein Junge, mein lieber, kleiner, grande. Ich weiß nicht, heute würde ich mal sagen, glaube ich, Down-Syndrom, oder? Körper wächst, der Geist nicht. Will mich da nicht festlegen. Nichts Falsches behaupten. Wohlfelder muss die Wahrheit erfahren. Also vergesse mal ganz schnell. So, gibt's hier nichts zu plündern. Ging relativ einfach, sie zu besiegen. Erstaunlicherweise, sag ich mal. Vielleicht tat es doch ganz gut, dass wir da nochmal diesen unser Adrenalin-Dings da, den Weitschuss gemacht haben. Ach so, okay. Kommen wir jetzt hier raus? Oder was ist das hier? Ah, okay. Warte mal. Geht nicht, müssen wir ganz raus erst, bevor wir fahren gehen dürfen. Hä? Aha. Okay. Hey. Jetzt, wir wollten wir hier hochklettern. Nein, da machen wir das doch. Hoch da, hoch da, hoch da. Ja. Ah, Terra. Terra, hier hoch, hier hoch. Und da hoch, bitte. Da muss man das Gamepad auseinanderschrauben. Jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Dazu müssen wir aus der Höhle raus. Kommen wir da runter? Ja. Ich denke mal schon. Oh, wir können fliegen schießen. Okay. Oh nein. Da kommen wir nicht so nicht hoch.
Komm hier hoch? Na, zum Glück. Okay. Jetzt. Ach nee, komm. Komm, wie hochklettern? Zum Glück, ja. Ich meine, sonst klettert ja auch jeden Scheiß hoch, ne? So. Tja, du musst langsamer machen. Du weißt halt, mit deiner linken Hand nicht so kannst wie sonst, wie früher. Springen sollst du. Ulla, Trolla. Na, geht doch. Hä? Das war selbst das Schwert des von Rüdig Hell. Allein verrotte ich in Tintenschwärze. Das Ende des Schatten Irrgartens in der Hand eines Wohlgeborenen blitze ich mit zügellosem Feuer. Also ist hier irgendwo noch ein Rätsel oder was? Wir haben doch hier nichts gefunden, ne? Hier rein? Aber da waren wir doch schon, ne? Warte mal, ich nehme die Maus. Aber was mir gerade auffällt, die Tonunterbrechung zwischen Maus und Gamepad, wenn ich da umschalte, ist nicht mehr. Da fühlt sich die Maus halt nicht mehr, ne? Muss jetzt ja hier irgendwo das sein. Und noch eine Herausforderung. Ja? Die hatten wir schon geplündert. Ah, hier geht's weiter. Da wir ja hier schon waren, haben wir das ja eigentlich schon alles aufgedeckt, ne? So. Ich muss ab und zu mal mit der Maus machen, wenn ich mit dem Gamepad nicht klarkomme. So, komm. Wir sind damals von hier reingegangen, ne? Das erste Mal. Wenn ihr euch dran erinnern könnt. Die ganze ist voll, okay. Himbeer. Ne, wir brauchen die Pilze um uns den Adrenalin freizumachen. Haben wir. Ne, ist leer. Adrenalin ist leer. Und hier hatten wir auch, glaube ich, auf diesem Abschnitt hatten wir auch, glaube ich, ein paar Fliegenpilze. Geheimnisse aufgedeckt, ne? Hier springen und so. Na, wir wollen erstmal zu ihr zurück. Juhui! Ja, das fehlt. Genau. Und spring! So, wir gehen mal rein zu ihr. Wir haben es besiegt. Äbtissin. Eivor, du lebst noch. Bitte, erzähl mir alles. Ich habe ein Monster getötet, das ein Mensch war. Dann fand ich seine Mutter und tötete auch sie. Seine Mutter? Sie griff mich im Dunkeln an und ich wehrte mich. Es war keine Heldentat. Diese armen Seelen. Ich werde heute Abend im Kloster Beretschingum für sie beten. Du brichst bereits auf? Ich muss. Der Bischof wünscht einen umfassenden Bericht über die Bestie von Estengla.
Aber lass meinen Namen daraus. Ich will nicht, dass man sich meiner dafür erinnert. Ich verstehe. Vielleicht wäre es als Lied besser. In meiner Jugend versuchte ich mich als Dichterin. Es mag an der Zeit sein, mich darauf zu besinnen. Doch welche Geschichte soll ich schreiben? Die volle Wahrheit wäre nur schwer zu verdauen. Etwas Tröstendes über Helden und Ungeheuer. Am besten über Beowulf. Die knochenkalte, ganze Wahrheit ist oft schwer zu ertragen. Sie sticht wie ein kalter Nordwind im Nacken. Gott rettet uns alle, Eivor. Ich verabschiede mich nun. Doch werde ich dir schreiben, sobald mein Gedicht fertig ist. Leb wohl. Danke und pass auf dich auf, Wulfhilda. Mach Wulfhilde. Eine gute Geschichte daraus. Leb wohl. So, wie das Schicksal es muss. Abgeschlossen. Okay. Und wieder zwei Fähigkeitspunkte. Wunderbar. Ich meine, das ist gut daran, dann werden wir diese Panee-Mission machen. Den kriegen wir immer noch. Ach, können wir uns nochmal hinsetzen? Da können wir zumindest unsere Fähigkeiten müssen aufbauen, aufwerten. So. Lass mal kurz verteilen. Fähigkeiten. Ja. Tötete. Da oben wollten wir was machen, ne? Wegen unserer Gesundheit. Tötete. Hier, das wollten wir. Erwähnen. Alter. Guck mal, wie groß das wird. Wird ja immer mehr. Was hier? Betäubung. Erwärmen. Was wäre denn hier gewesen? Nahkampfschaden. Ich sehe meine Maus wieder. Was ist hier los? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ey, wie geil ist das denn? Warum geht das wieder?